So, das ist einmal ein Bild der Gesellschaft, ja. Also, man sieht ja schon einiges. Also es gibt so Arbeiter, die sind halt ganz oben. Ja, die können sich auch bewegen. So, da sieht man schon sehr schön, dass die arbeiten. Ja, also so in verschiedenen Stellungen, das machen die, ja. 8 Stunden am Tag haben die ständig was zu tun. Ja. Und die sind ganz oben, jetzt nicht in der Einkommenspyramide, aber so in der Leistungspyramide. Also die leisten richtig was. Ja. Da sieht man Leute, die rackern schon ganz schön. Ja. Ob sie jetzt so, also wenn man jetzt mal den Linken im Bild sieht, ja, kann man hier sehr schön sehen. Das ist einer, der fährt zum Beispiel, könnte man jetzt mal sagen, der fährt ja so ein Moped, ja, so für einen Auslieferungsdienst von Pizzaservice zum Beispiel, ja. Ja, immer hoch und runter und so, und da fährt er das so 8 Stunden am Tag, 40 Stunden die Woche fährt er das so rum. So, der nächste, den sehen wir jetzt von hinten. Ja, was könnte der machen? Ja, ist jetzt. Machen wir es noch ein bisschen zentraler, so ist schöner. Ja, jetzt sehen wir es schön. So, das ist. Sieht aus wie ein Ameise, okay. Ja, nö, das ist so einer, der hat einen Presslufthammer, ja. Der beugt sich weit nach vorne und da macht er dann so und das ist. Ja, ne, für den Rücken ist es nicht so schön. Ja, gut, jetzt was haben wir noch? Da haben wir jetzt hier. Was macht der da vorne? Ja, da können wir sagen, der schaut uns direkt an, ja, diese kleine Ameise. Und ja, der bewegt Akten, ja, so ein Gerichtsdiener, ja. Da macht er immer so dasselbe, da immer hin und her. So, jetzt haben wir hier einen, der ist total verdreht, ja. Der ist total verdreht. Das könnte der Zahnarzt sein, der sich in unbequemer Stellung über den Patienten beugt und das macht er auch. 40 Stunden die Woche. Ja. Ja, irgendwann ist der Krückstock präsent. Ja, das machen die alle, weil die müssen ja immer, immer dasselbe tun. Ja, das sind die Leistungsträger der Gesellschaft. So, was haben wir jetzt hier noch in der Ecke? Ja, da fällt schon sehr ins Auge der Bierkrug. Ja, das ist einfach so, man lässt die Beine baumeln und ja, man trinkt sich ein. Ja, man will ja auch mal entspannen. Ja. Das ist so, man reproduziert die Arbeitskraft und denkt nicht viel und ist ja auch okay. Ne? Man muss ja mal chillen. So, was haben wir hier in der Mitte? Oh, der ist ganz zentral. Ja, da sieht man auch, was ihn antreibt. Und das ist so ein zentrales Argument, dass man auch sagen kann, der ist wirklich in der Mitte der Gesellschaft. Ja? Der symbolisiert das ständige, nicht im Hamsterrad, nicht unbedingt, ja, aber doch schon so ein bisschen, der wird getrieben. Und da unten sieht man, was ihn antreibt. Das sieht so ein bisschen golden aus, gell? Das ist so, naja, er will, er hat, wann machen wir mal rückwärts? Lassen wir mal stehen, ist egal. So, schauen wir mal auf seine Füße. Das sind links, sagen wir mal, das sind die Einnahmen. So. Das nimmt er ein. Das geht hoch. Die Einnahmen gehen hoch. Ne, da freut er sich. Wenn die Einnahmen hochgehen, da sehen wir die Einnahmen ganz in der Mitte des Bildes. So. So, jetzt hat er aber Ausgaben. Ja. Schauen wir mal nach rechts. Da sind die Ausgaben. Ja, die Ausgaben, die gehen da wieder hoch und da gehen die Einnahmen runter. Wenn die Ausgaben. Ist ja klar, wenn man was kaufen will, muss man was zahlen. Ne. So. Zum Beispiel, und das sehen wir schon im Hintergrund. Wofür zahlt er dann? Ja, für seinen Lebenstraum. Da hinten steht ein wunderschönes Motorrad. Ja, zum Beispiel ein Harley Davidson. Sieht ein bisschen so aus. So, also wenn er hier eine Einnahme hat, kommt da eine Ausgabe in Form von einer Harley Davidson. Ja, und irgendwann für die meisten Lohnarbeiter, da macht es dann so. Ne? Da bleibt es in der Schwebe. Also da wird nie ein Vermögen aufgehäuft werden. Ne? Die schöne Harley, die geht auch irgendwann kaputt, da muss er eine neue kaufen. Es ist so ein Traum. Was haben wir hier? Oh, hier ist. Nein, das ist nur mein Bewegungsapparat. Hallo, ich grüße. Das ist nur mein Daumen, weil das ist ein kleines Modell. Ja? So klein, ich bin auch ein armer Mensch. Hier, hallo, kann man das mal fokussieren? Regie? Also, es ist wirklich schwer. Also, dass man das dann nochmal sieht,
dass man das dann nochmal sieht. Also, naja, sieht man wieder die Harley. Nein, ich will ja das Ende des Lebens. Ja, genau. Wenn man genau schaut, ja, muss man nochmal ein bisschen zurecht stutzen. Da hat sich einer erhängt. Das ist das Ende des Lebens. Ja, also der Suizid ist schon eine Konsequenz. Okay? So. Naja, und insgesamt bleibt der Mensch an sich. Ja, ein Geflecht aus Drähten und ja, variable Verfügungsmasse der Staatsgewalt, da steht's. Entschuldigung, dass hier, dass hier die Kulisse nicht so korrekt aufgebaut ist. Hier sind meine Küchenutensilien. Was haben wir denn hier? Rauchen aufgeben, für ihre Lieben weiterleben. Ja, warum rauchen die denn alle? Die haben ja gar keinen Grund. Die haben doch alle ein schönes Leben. Und die saufen ja auch nicht. Gut, eine kleine Darstellung, sagen wir mal jetzt so, vom Leben. Ja? Ja, aber wir leben ja immer noch besser als früher und als anderswo. Ja? Es war immer noch was schlechter. Ja? Und wenn man heute Chinesen zum Beispiel sagt, in einer Großstadt, wenn der sich beschwert, ja, und sagt, ja, es ist schlechte Luft und alle mit Masken rumrennen, da kann man sagen, ja, schau mal auf den Mond, ja, du kannst gar nicht atmen. Ja. Also man findet immer noch was Schlechteres. Und ich denke, es ist ein guter Grund zum positiven Denken. So, gute Nacht.